Unsere beiden Gäste ausführlich vorzustellen, ließe unweigerlich Eulen nach Athen tragen. Wer zumindest in Ostbelgien mit den Namen Karl-Heinz Lambert und Oliver Pasch nichts anzufangen weiß, hat selber Schuld. Oder anders ausgedrückt, die beiden haben in ihrer politischen Laufbahn irgendetwas falsch gemacht. Dennoch eine knappe Präsentation sollte schon sein, vor allem mit Blick auf ihre bischöfliche Vergangenheit. Zum Nachsitzen, auf Initiative des Förder- und Freundeskreises von BSTI, freuen wir uns heute auf den Austausch mit zwei vormaligen Schülern, von denen wir wissen, dass sie nach wie vor die BS in ihrem Herzen tragen. Zur Person. Karl-Heinz Lambert aus Schoppen, heute wohnhaft in Olpen, Jahrgang 1952, Sternzeichen Zwilling, Abitur an der BS, im Sommer 1970 in der damals noch bestehenden klassischen Abteilung Latein-Griechisch, vielfach auch als die Kaderschmiede der BS bezeichnet. Und Oliver Pasch, gebürtig aus St. Vith, heute Kettenis, Jahrgang 1971, Sternzeichen Waage, Abitur an der BS im Sommer 1989 in der A-Abteilung, wie es im Rahmen des erneuerten Unterrichtes hieß.